Der Traum vom Neuen, vom Neuwerden und Neugewordensein, liebe Schwestern und Brüder. Vielleicht liegt in diesen Tagen, da wir so eine, kaum noch gewohnt, so etwas wie eine Schneedecke, wenn man das vorsichtig beschreiben soll, vielleicht liegt die Aufregung mit dem Fehlalarm um Daisy vielleicht genau darin, dass wir, wenn man eine solche Straße sieht, die beschneit ist und noch niemand hat sie betreten, noch kein Auto ist darüber gefahren, der Matsch hat sich noch nicht breit gemacht, dass das in uns jene Sehnsucht nach dem Neuen groß werden lässt und in uns eine ganz bestimmte Stimmung erzeugt, wie jetzt vor ein paar Tagen an Neujahr. Das ist ja eigentlich nur ein Datumwechsel. Wir schreiben eine andere Zahl. Da ändert sich nicht etwas über Nacht. Aber was sich da alles entlädt an Erwartung, nach dem, was wir dort an Neuem erwarten, und uns hineinfantasieren in etwas, das lässt dann so eine Woche später, so sind wir jetzt ungefähr in dieser Zeitphase, die Katerstimmung in der Regel groß werden. Es sind die alten Gesichter, die, die in Beziehung leben, werden morgens neben dem gleichen Gesicht neben sich wach. Der Blick in den Spiegel zeigt das gleiche Gesicht, auch wenn es täglich älter wird. Die gleiche Gesellschaft, werden immer noch von den gleichen Leuten regiert. In der Kirche ändert sich ja sowieso nichts, das kennen wir schon. Also aus mit dem Traum von Neuem. Alles stellt sich heraus als eine große Illusion. Und doch beenden wir heute mit dem Fest der Taufe Christi eine Festfolge, die wir Weihnachten nennen, an der sich das Neue nicht als Illusion erweist, sondern das Neue wirklich höchst konkret ist, anschaulich, verstehbar, sichtbar. Das Neue ist die Art und Weise, wie sich Gott zeigt und dass er sich zeigt. In einem Kind. In nicht irgendeinem Kind, sondern einem Kind, das einen Namen trägt und das sich an allen Lebensstationen als Gott erweist. Als Mensch, der unser Leben teilt und zugleich als Gott. Das Fest der Erscheinung des Herrn hat uns das in den drei Mysterien, die wir an diesem Tag bedenken und die wir heute noch einmal sozusagen kurz nach Epiphanie einholen, zum Abschluss der Weihnachtszeit nahegebracht. Die Heidenvölker in den drei Magien kommen und beten Christus an, sie finden zum Glauben. In der Taufe wird Jesus auf eine gewisse Weise uns selber noch einmal als neu präsentiert. Und es ruft uns in Erinnerung, wie am Beginn das Taufgedächtnis, dass wir dort in der Taufe neu geboren sind, neu geworden sind. Und schließlich die Hochzeit zu Kana, das erste öffentliche Wunder Jesu, das schon einen großen Bogen schlägt zum Mahl der Seligkeit, von dem wir im Advent so oft gesungen haben und das wir als Vorwegnahme in jeder Eucharistiefeier begehen. Die Botschaft des Neuen und das Neue, das ganz konkret ist, das Neue, von dem wir träumen, von diesem neuen, anderen Leben. Der uns schon inzwischen vertraute Gerrig von Inyi sagt zu diesem Tag, eine zweite Geburt wird heute für uns gefeiert, eine zweite. Sie scheint aus jener ersten Geburt konsequent hervorzugehen. Jene, die wir bislang gefeiert haben, ist die Geburt Christi. Die, die wir heute feiern, ist unsere eigene Geburt, indem wir als Christen die Chance haben, neu zu werden. Neu, so sagt es Gerrig, neu durch den Glauben, neu durch die Taufe und neu in der Feier des Mahles. Ist das nicht einfach nur eine Behauptung? Können wir das einfach so sagen, wenn wir etwa auf die Christen schauen, heute? Wirken die wirklich neu und frisch? Oder sind wir nicht alle schon ein wenig ergraut und ein bisschen müde, vielleicht auch überarbeitet oder lustlos, frustriert und vollkommen desillusioniert? Es ist interessant, dass Gerrig von Inyi solche Beobachtungen schon macht und das nicht Beobachtungen des 21. Jahrhunderts sind, sondern der seinem Konvent am Beginn des 12. Jahrhunderts so etwas sagen konnte. Er sagt, doch auch der Zustand, vielmehr der Verfall
der gegenwärtigen Zeit fordert nicht, dass man über das Geheimnis des Glaubens disputiert, sondern dass man vielmehr mit allen Mitteln sich darum müht, wie der Apostel sagt, an diesem Glauben festzuhalten mit einem reinen Gewissen. Denn sieh, wenn du heute die Leute über das Geheimnis des Glaubens befragst, sind fast alle höchst christlich. Forschest du aber genauer nach ihrem Gewissen, so wirst du nur noch wenige echte Christen finden. Wie sieht das aus? Gerade hat in einem großen Interview der Erzbischof von München etwa diese Parteien, die ja immer noch so etwas wie ein C, man muss das ja vorsichtig formulieren, im Namen tragen, darauf hingewiesen, dass ihm Berufung auf sogenannte christliche Werte viel zu wenig ist. Was ist das? Das ist eine Wolkennummer, so hat er sich ausgedrückt. Das geht viel konkreter. Das geht zum Beispiel mit einer Berufung auf eine kirchliche Lehre, etwa auf die kirchliche Soziallehre. Da könnte man einiges finden und auch lernen. Und es ist gut, dass sich einmal jemand traut, in der Öffentlichkeit als Erzbischof das zu sagen und anzumahnen. Fragst du heute jemanden, ja, irgendwie gibt es dann schon so etwas wie eine christliche Basis. Aber was heißt das konkret? Was ist das konkret? Was ist es für uns konkret? Diesen Weg geht nämlich Gerig mit seinem Konvent auch und wir müssen ihn heute gehen. Wir können uns jetzt über die C-Parteien aufregen, über unsere Gesellschaft, über die Zeit, die ach so schlecht ist und der alles alt vorkommt, obwohl sie permanent dem Neuen hinterher ist. Wir müssen bei uns selber suchen, liebe Schwestern und Brüder. Und Gerig sagt vor seinem Konvent, eigentlich müsste ich als Erster neu getauft werden. Aber das geht nicht. Die Taufe ist einmalig, sie ist nicht wiederholbar. Wie werden wir also neu? Wie kommen wir dahin, dieses Neuwerden, da wir getauft wurden, wieder zu entdecken und es zu leben? Es gibt von Weihnachten her eine großartige Bewegung, die uns Gott vormacht, die wir nur nachahmen müssen. Es ist das Herabkommen, das Hinuntergehen. Gerig nimmt das Wort des Evangeliums auf, wenn es auch bei Lukas nicht geschrieben ist. Die Evangelisten sagen, und Jesus stieg zum Jordan herab. Sie wissen, dass der Jordangraben, wenn er dann, bevor er ins Tote Meer geht, der tiefste Punkt der Erde ist. Das ist wirklich ein Weg nach unten. Und das, was geografisch schon nach unten führt, ist die große Bewegung, die Gott uns immer vormacht. Menschwerdung heißt, und das haben wir an Weihnachten gefeiert, Gott ist zu uns herabgekommen. Gott neigt sich in ein menschliches Leben hinein und nicht nur als huldvolle Geste einer Nähe, die sich sofort wieder zurückzieht, sondern Gott kniet sich in unser Leben hinein, indem er selber Mensch wird in Jesus von Nazareth. In Jesus von Nazareth geht Gott in den Jordangraben hinab, er steigt in den Jordan hinunter. Wieder diese Abwärtsbewegung, das Hinuntergehen, das sich, dieses Herabsteigen. Und schließlich wird er in der Passion ganz herabsteigen, ganz ans Ende menschlicher Existenz, als Opfer eines falsch inszenierten Prozesses, als Opfer von militärischer Willkür und Gewalt, als Justizopfer, das man schamlos entkleidet und als Kreuz knallt. Das ist Gottes Bewegung. Herabsteigen. Oder, wie sein geistlicher Dichter unserer Tage sagt, eben der heruntergekommene Gott. Wie werden wir neu, wenn wir uns diese Bewegung zu eigen machen, indem wir uns herunterbegeben? Keinen Tag, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir wirklich neu werden wollen, da wir uns nicht in vielleicht noch einer so unscheinbaren Geste zu jemandem herabneigen. Keinen Tag soll es geben, an dem wir uns nicht zu jemandem bücken oder mit einer noch so kleinen Geste jemandem helfen. Das ist herabsteigen. Das heißt herunterkommen, auf Augenhöhe mit jemand sein. Nachahmung Gottes, weihnachtliche Christen werden. Den heruntergekommenen Gott nachahmen. Diesen Weg selber zu gehen versuchen. Da, wo wir leben, da, wo wir sind. Und genau zu entdecken, dass in dieser Bewegung etwas Neues liegt. In einer Gesellschaft, die immer nur nach oben strebt, aber nie ankommt. In all dem, was uns umgibt, da geht der Weg immer nur nach oben.
Und doch werden es immer mehr, die nach oben streben, aber unten ankommen, ganz unfreiwillig. Christen, liebe Schwestern und Brüder, sind neu gewordene. Neu dadurch, dass sie dieses Denken unterbrechen, dass sie es anders machen, dass sie es Gott gleich tun. Dass sie neu werden, indem sie wie Gott herabsteigen. In all die Situationen, die auf uns warten. Auf ein gutes Wort, eine Geste, eine Handlung, eine handfeste Unterstützung. Sie werden da selber kreativ sein. Das muss ihnen niemand vorschreiben. Kraft dazu liegt in dem, was wir an Weihnachten gefeiert haben. In dem, der unser Leben teilt, der uns zu uns herabgekommen ist, um uns zu ermutigen, es ihm gleich zu tun. Wer das versucht, liebe Schwestern und Brüder, bleibt weihnachtlich und wird immer wieder neu.